Moin! Na? Was ist los? Na, komm her, mein Kleiner. Ja, komm. So, die Hengste machen wir im Vorfeld immer einmal grob sauber, wenn wir die in den Sprungraum holen. Dann haben die auch ein bisschen Zeit, sich darauf vorzubereiten. Im Regelfall machen das immer dieselben Leute, die in der Decksaison mit den Hengsten arbeiten, sodass die Hengste schon eine gewisse Verbindung auch mit den Personen haben. Also die wissen, wenn ich komme, geht es in den Sprungraum und wenn die Jungs kommen, dann werden sie geritten. Jeder von unseren Hengsten hat natürlich auch so seinen eigenen Charakter. Zu Schako ist zu sagen, das ist wirklich ein charakterlich super tolles Pferd, hat eine ganz tolle Einstellung, gerade so was auch den sportlichen Bereich betrifft. Wir sind sehr stolz, ihn dieses Jahr in Neustadt zu haben. Und freuen uns schon auf die Saison nächstes Jahr, wo wir die ersten Fohlen von ihm sehen. Da sind wir schon ganz gespannt drauf. Wir führen unsere Pferde immer mit Trense in den Sprungraum. Zwei Zügel, dass wir die besser kontrollieren können. Schako ist so anständig, den könnte man auch mit einem Zügel absamen. So, bist bereit? Super. Ei. Ja, nach dem Absamen bringen wir die Hengste dann immer ins Paddock und da dürfen sie dann den Rest des Tages entspannen. Wir beginnen morgens mit dem Stalldienst um 6. Alle zusammen, also auch alle Bereiter, machen Stalldienst morgens. Das heißt ausmisten, füttern, fegen. Und dann machen wir Frühstückspause und danach beginnen wir mit dem Reiten. Und also ich habe am Tag immer so circa 7 Pferde zu reiten. Und mittags füttern wir dann wieder alle zusammen und auf dem Nachmittag, auf dem späten Nachmittag wird dann nochmal gefüttert, auch wieder alle zusammen. Also das ist nicht so, dass jetzt nur bestimmte Leute den Stalldienst machen, sondern dass wir alle zusammen das bewältigen. Ja, und dann fange ich an mit den Hengsten morgens, fange die an zu reiten, hier in dem Fall jetzt Ben Benicio. Ben Benicio ist jetzt 7-jährig. Und er ist ein unwahrscheinlich unkompliziertes Pferd und ein ganz lieber. Also man kann mit ihm spazieren gehen am Halfterstrick und ohne, dass er hengstig wird oder dem Menschen gegenüber irgendwie blöd wird. Der kann auf dem Paddock stehen neben einer Stute. Das ist für ihn auch kein Problem. Ja, und Reiten ist, macht einfach jeden Tag Spaß. Also er lernt unwahrscheinlich schnell, also ganz unabhängig von seinem wirklich sehr guten Bewegungspotenzial. Er will dem Reiter immer alles recht machen und gerade so auf Präsentationen und auf Turnieren will er sich einfach präsentieren. Also er kommt in diese Arena und macht sich groß und will zeigen, was er kann und dass er diese Atmosphäre auch wirklich genießt. Und das macht unwahrscheinlich viel Freude und in meinen Augen ist es ein ganz besonderer Hengst und ich bin ganz doll froh, dass ich ihn reiten darf.
Dieses Jahr habe ich mit Ben Benicio jetzt noch, so 2-3 Turniere geplant. Deswegen sind wir auch immer noch fleißig am Trainieren. Aber dann beginnt die Winterpause und wir fangen an, mit den Pferden so ein bisschen die abzutrainieren, beziehungsweise, dass die einfach mal durchatmen können. Das heißt, wir reiten ganz viel ins Gelände, in den Wald. Wir haben ja hier ein super schönes Ausreitgelände. Die werden viel longiert, Paddock, sodass sie einfach mal die Seele baumeln lassen können und einfach Pferd sein dürfen. Und dann im nächsten Jahr geht es dann wieder weiter mit den Hengstpräsentationen und sodass sie wieder mit Motivation in das neue Jahr starten können. Dieses Jahr, diese Turniersaison, war für uns beide eigentlich überragend, mit dem Highlight, dass wir Landesmeister Berlin-Brandenburg werden konnten. Das war wirklich spitzenmäßig. Nach den 2-3 Turnieren, die wir noch geplant haben, kann er in die Winterpause gehen. Ja, das Training war heute eigentlich wie immer grandios. Es macht immer Spaß mit ihm. Er hat auch heute wieder super mitgemacht. Obwohl ein bisschen Trubel war, hat ihn überhaupt nicht beeindruckt. Und wir arbeiten mit ihm, braucht man nicht an Lektionen oder irgendwas zu arbeiten. Das lernt er alles spielerisch. Und ich reite ihn einfach so, dass er Spaß dran hat und baue mal eine Lektion ein. Aber nie so, dass ich jetzt irgendwas speziell übe mit ihm. Eigentlich geht es immer nur um Durchlässigkeit, Losgelassenheit und dass er Spaß dabei hat. Wenn ich jetzt gleich fertig bin, wasche ich ihm noch die Füße ab und putze ihn noch mal über. Dann darf er noch mal eine halbe Stunde unter das Solarium. Und dann darf er sich auf dem Paddock im Sandkasten spielen gehen. Schon fertig? Heute fahren wir jetzt hier unseren Besamungshengst Franziskus. Franziskus ist ein deutsches rheinisches Kaltblut. Der ist jetzt 17 Jahre alt und macht jetzt seit dem letzten Jahr hier den Besamungseinsatz bei uns hier im Gestüt Neustadt-Dosse. Und wir sind jetzt hier auf dem Weg in den Gestütswald, fahren jetzt sozusagen seine Trainingsrunde mit einem Einspinner Speichenwagen, der sehr leicht ist und angenehm zu fahren ist. Komm. Ja, wie ihr sehen konntet, wir haben jetzt hier unsere Runde absolviert. Franziskus ist relaxed. Und er freut sich natürlich, wenn er tagtäglich hier mit dem Wagen im Wald auf den Wegen jetzt fahren kann. Und es macht ihm viel Freude,
seinen gesamten Tagesablauf auch als Deckhengst jetzt hier so absolvieren zu können, dass er dann auch tagtäglich in der Arbeit steht. Auch manchmal wird dieser Hengst auch geritten. Er ist eigentlich charakterlich so brav und artig, da kann jeder Lehrling mit auch ins Gelände reiten und er ist total relaxed dabei. Oh, warte mal. Also ich bin jetzt nach dem Misten der Stallarbeit und dann zwischendurch einen Kaffee trinken und ein Brötchen essen. Schon drei Junghengste geritten, die zum 50-Tage-Test hier sind. Und jetzt ist Andi Pur mein viertes Pferd. Und ja, wie man sieht, genießt er das Putzen. Und er macht einen sehr guten Job. Er ist ansonsten jetzt sechsjährig und altersentsprechend auch gut platziert. Bis ein Stern M. Springpferdeprüfung immer gut dabei. Und ja, jetzt habe ich ihn soweit fertig. Und jetzt werden wir mal satteln und dann gucken wir mal. Also der Effekt beim Training mit dem, beim Springen mit einer Stange vor ist natürlich, dass die Pferde eine Sicherheit kriegen, immer auf demselben Punkt, dass man den Absprungspunkt gut bestimmen kann. Das ist eine gute lösende Arbeit und auch eine gymnastizierende, dass man dann wirklich die Art auch verbessern kann, die Art und Weise, wie sie sich über den Sprung bewegen. Und da Andy jetzt 6 Jahre ist und doch immer noch in der Ausbildung und ein Youngster, mache ich das eigentlich immer so, dass ich so beginne mit Stange vor. Erst aus dem Trab und dann aus dem Galopp, so wie jetzt eben. Also wie man bei dieser Runde jetzt gesehen hat, ist ein Pferd mit super Reflexen und allen Möglichkeiten eigentlich, was ein Springpferd so braucht. Der immer vorsichtig ist, immer aufmerksam am Sprung. Und das macht dem einfach Spaß, sowas dann unterm Sattel zu haben. Ist aber auch nicht unbedingt ein Zufall, weil seine Eltern auch alle hoch erfolgreich sind über Action Pur, der international hoch erfolgreich ist, Tinkers Boy, Weltcupsieger und auch seine Mutter und Großmutter, die über 1,60 Meter hoch erfolgreich sind oder waren, besser gesagt. Und da muss man auch mal sagen, er kommt aus einem
Züchterstall aus Belgien von Joris de Brabander, der da immer wieder auch Wert drauf legt, Pferde zu züchten aus erfolgreichen Stuten auch. Das ist ja ganz wichtig. Und das ist ihm hier super gelungen und auf diesem Wege dafür nochmal danke. Und wir hoffen, dass er uns immer wieder mal so einen zur Verfügung stellt. Ja, eine Besonderheit ist ja bei uns, dass wir ein Haupt- und Landgestüt sind. Die Mehrzahl der staatlichen Gestüte in Deutschland sind Landgestüte. Bei uns gibt es nun das in der Kombination beides zusammen. Das ist auch schon historisch so begründet. Zu DDR-Zeiten waren aber Landgestüt und Hauptgestüt zwei getrennte Betriebe. Und nach der Wende sind beide Betriebsteile aber wieder zusammengeführt worden als ein gemeinsamer Betrieb und auch jetzt inzwischen als Stiftung des Brandenburgischen Haupt- und Landgestüts Neustadt-Dosse. Hauptgestüt sagt aus, dass hier auch Stutenhaltung und Zucht erfolgt, wesentlich unter dem Aspekt, dass Hengste und Stuten rekrutiert werden können und auch die Reitpferde und Verkaufspferde rekrutieren wir hauptsächlich aus unserer eigenen Aufzucht. Wir sind jetzt hier bei den Absetzern aus diesem Jahr. Hier laufen jetzt noch Stutfohlen und Hengstfohlen gemischt. Wenn sie im Winter endgültig in ihre Ställe eingestellt werden, dann sortieren wir nochmal nach Geschlecht, Hengst und Stutfohlen getrennt in ihre eigenen Gruppen. Aber ganz wichtig ist bei uns, Jungpferdeaufzucht erfolgt in der Pferde. Wir halten schon die Stuten in der Gruppe im Winter im Laufstall mit Paddock und im Sommer auf der großen Weide. Da sind die jetzt alle schon mit ihren Müttern zusammengelaufen und jetzt nach dem Absetzen bleiben die natürlich auch mit ihren Freunden und Kumpels zusammen. Und das wird auch so bleiben, bis sie dann am Ende als Reitpferd, Hengst oder Stute eingesetzt werden.